Hallo und willkommen zu diesem Review. Ja, heute geht es mal um den Steepcrave Hadron Light Combo. Ja, das ist hier der Hadron Light Akkuträger, so ein Side-by-Side. Und dabei kommt dann mitgeliefert der Steepcrave Aromamizer V3. Da habe ich ja schon mal ein Video von gemacht und den werde ich jetzt nicht mal komplett reviewen. Das Video blende ich euch hier oben dann mal ein. Da könnt ihr mal draufklicken und euch das Video nochmal anschauen, wenn ihr möchtet. Wir schauen jetzt mal den ganzen Lieferumfang an, was diese Combo-Box hier alles so beinhaltet. Und dann schauen wir uns dann nochmal den Akkuträger an, weil da hatte ich noch kein Video drüber gemacht. Und ja, dann quatschen wir nachher über das Fazit des Akkuträgers. Und wie gesagt, den Verdampf hatten wir ja schon, ne? Also jetzt gucken wir mal runter, unten auf den Tisch. Ja, in dieser Riesenbox wird das alles geliefert, der Hadron Light Combo von Steepcrave. Und schauen wir mal, was da alles ist. Ich habe schon mal alles verteilt, also eine Riesenmenge an Zeugs. Wir haben hier dann natürlich den Akkuträger, den gucken wir uns dann gleich nochmal genauer an. Und natürlich dann auch hier innen drin der V3, der Aromamizer. Da, das Video hatte ich ja schon erwähnt, ne? Könnt ihr mal draufklicken, am Anfang hatte ich das ja gesagt. Den habe ich jetzt natürlich schon gewickelt mit einem Single Deck. Und da könnt ihr euch das im Video noch mal genauer anschauen. Wir gucken mal jetzt, was hier so alles drin ist. Wir haben hier ja noch mal einen Streifen Watte für den Mesh in der passenden Größe. Dann haben wir hier ein Mesh-Deck, das da drin ist. Und da der ganze Zubehör dazu. Ne? Hier haben wir noch mal Skwonkapillen und Schrauben und Mesh-Streifen. Und dann diese ja, Biegehilfe für den Mesh. Dann haben wir hier einen Adapter für eine 18650er Akku, den wir dann mit Mod betreiben können. Können wir auch mit 20700er oder 21700er machen. Dann haben wir hier nochmal einen Kamin, um ja wahrscheinlich, wenn einem das besser gefällt für das Dual-Coil-Deck oder so, dass man mehr Durchzug hat, ne, kann man den dickeren Kamin nennen. Ich habe jetzt den schmaleren Kamin drin. Das ist 7mm und der andere ist 5mm, weil ich halt beim Single-Coil-Deck nicht so einen großen Durchzug brauche. Dann haben wir hier nochmal einen ja, 510er-Adapter für Drip-Tip. Dann haben wir hier eine ja, große Packung mit Ersatzdichtung und dann nochmal Gewindestifte. Dann haben wir hier das Dual-Coil-Deck, ja, so ein Postless-Deck, ne? Also eigentlich easy zu wickeln. Alles dabei, auch nochmal ein Skwonker-Pin quasi drin. Dann haben wir hier ein schönes langes USB-C-Ladekabel, ne, diese flexible Zeugs hier, wunderbar. Dann haben wir hier nochmal eine Scheibe für den Verdampfer unten drunter, damit es keine Kratzer gibt. Hier ein dicker Dichtring oben für die Topcap. Dann haben wir hier nochmal Coils sind dabei. Das sind hier ja, Dual-Fuse-Kleppen, NI80. 28, also 2x28 Gauge, Kernrad und Manteldraht 38, im Durchmesser 3,0 mm, 5 Windungen, 0,5 Ohm. Ja, dann haben wir hier noch ein ja, Tool, ne, so ein Schraubendreher-Gedöns. Dann haben wir nochmal ein Bubbleglas und nochmal ganz viele Schrauben für den Akkuträger. Finde ich eigentlich super, ne, weil falls mal irgendwas flöten geht oder so, eine abhaut oder man, ja, ich meine, aufschrauben sollte man ja auch nicht so einfach mal, ne, aber wenn mal was sein sollte, da haben wir für mal Ersatzschrauben, liefert auch nicht jeder mit, ne, also das ist schon mal super. Dann haben wir hier auch nochmal so eine Scheibe für die Verdampfer unten drunter, ein Aufkleber von Steepcrave und nochmal so Akkusleeves. Dann haben wir hier eine Anleitung für den Hadron Light, für den Akkuträger. Ich habe es jetzt hier alles in Englisch, ja, aber alles gut beschrieben, wie immer, so bei Steepcrave eigentlich. Ich habe da noch nie irgendwie was zu meckern gehabt bei Steepcrave. War immer alles super beschrieben und bebildert. Finde ich immer sehr gut, die Anleitung. Der Akkuträger ist jetzt auch nicht so umfangreich, ne, dass man da so viel schreiben müsste. Der hat also keine Riesenmenü. Und das aber alles ganz gut beschrieben. Dann auch hier die Anleitung für den V3, auch wieder gut beschrieben, auch bebildert. Ich drehe mal auf die andere Seite. Hier haben wir nochmal kleine Bilder, wo man aber auch alles sehr gut sehen kann, ja, wenn man gute Augen hat. Wunderbar. Ja, schauen wir uns mal den Hadron Light an. Das ist so ein Side-by-Side-Akkuträger und wir gehen dann mal kurz mal die Maße durch.
damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, wie groß der ist. Ich messe einfach mal hier oben den höchsten Punkt und da hat er 87,5 mm. Eine Tiefe von 52,3 mm und eine Dicke von 28,1 mm. Ja, und wiegen tut das Ganze ohne Akku 146 Gramm. Ja, jetzt schauen wir uns den mal genauer an. Wir haben hier oben den Taster, der einen sehr guten Druckpunkt hat. Und dann hier weiter oben haben wir dann hier nochmal Belüftungslöcher, Entgasungslöcher oben für den Pluspol quasi Bereich. Wir haben dann hier auf der Seite, wo der Verdampfer aufgeschraubt wird, haben wir es hier verschraubt, die Platte oben, den 15er Anschluss. Der Pluspol-Pin ist hier, ist gefedert. Und schauen wir mal an der Seite. Wir haben hier einmal nochmal Steam Crave draufstehen. Sonst ist er eigentlich recht schlicht gehalten. Hier an der Seite nochmal Hadron Light eingraviert. Und hier vorne dieses kleine 0,69 Inch OLED-Display. Ja, also ganz normales Display, also kein buntes, aber das seht ihr gleich. Und dann hier unten haben wir den USB-C-Anschluss. Und von unten haben wir dann zu sehen, ja, CE-Zeichen und Mülltonne und Plus, Minus hier können wir erkennen. Ne, das können wir hier einstellen. Und den Akkufachdeckel mit Entgasungslöcher. Und hier haben wir nochmal kleine Kreuzschrauben, womit er befestigt ist. Da sind ja auch Ersatzschrauben bei in den Tütchen, habt ihr gerade gesehen. Wir können, wenn wir den hier aufschrauben, also auch zu verwenden sind Akkus 18650, 20700 und 21700. Und wenn ihr jetzt hier reinschaut, seht ihr unten ein kleines Pluszeichen. Das heißt, ich nehme jetzt einen 21700er. Ne, hier das Plus, die Seite muss dann nach unten. Und den Akkudeckel einfach wieder aufschrauben. Leicht anziehen. Und dann geht er auch direkt an. Wir drehen jetzt mal hier direkt den V3 oben drauf, damit wir hier auch einen Verdampfer drauf haben und der nicht immer meckert, dass ein Verdampfer fehlt. So, ich habe jetzt hier den auf 45 Watt vorhin betrieben und ist ja ungewohnt hier zu drücken. Bin ja bei der Wicklung, die ich da reingemacht habe, bei 0,23 Ohm rausgekommen. Wieder mit meinen Referenzcoils, die Aliens von Handsmade Coils. Wir haben jetzt hier, also ganz normal einfaches, ja, ich sag mal schwarz-weiß, ne, Display. Kein Bunt-Display, auch nichts großartig Aufwendiges. Schon natürlich irgendwo auch den Akku. Ne? Wir haben jetzt auch nicht so viele Einstellungen, die wir hier machen können. Also mit 5-mal Klick, ich mache mal jetzt 1, 2, 3, 4, 5, schalten wir den aus. Und mit nochmal 5-mal klicken geht er wieder an. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, begrüßt uns mit Steam Crave. Jo, ich habe mir jetzt auf Watt eingestellt. Hier oben haben wir dann halt die Widerstand, den 0,23 Ohm angezeigt. Unten den Puff-Counter, 31 Züge, nachdem ich letztes Mal zurückgestellt habe beim Testen. Und 45 Watt eingestellt. Und hier oben haben wir dann den Volt. Und wenn ich dann jetzt mal feuer, da seht ihr das, da geht er auf 3,2 Volt. Und hier unten ist dann ja, die Dauer, wie lange ich gefeuert habe. Ne, die Sekunden zeigt er ja an. Wenn wir hier oben den Feuertaster und die Minustaste gleichzeitig drücken, können wir den sperren und entsperren. Jetzt haben wir Unlock, ne, also wieder entsperrt. Und wenn wir den nochmal machen, dann können wir wieder sperren. Und dann können wir hier auch jetzt wieder die Wattzahl verstellen. Mit der Plus-Taste und der Feuertaste gleichzeitig gedrückt, kommen wir in den, ja, Puff-Reset-Teil. Da können wir jetzt hier mit Plus und Minus hier hin und her springen. Ich sage jetzt mal nein, soll jetzt nicht löschen, den Puff-Counter. Und bestätige das mit der Feuertaste hier oben. Dann kommt der, springt er da wieder raus. Wir haben jetzt hier mehrere Modis. Die springen wir jetzt mal hier durch das Menü. Immer mit der Feuertaste dreimal klicken. Und dann kommen wir in die Modis rein. 1, 2, 3. Ja, da seht ihr, jetzt kommt der Volt-Modus. Können wir hier Volt einstellen. Hier oben zeigt er nochmal Watt an.
Nochmal 1, 2, 3. Dann kommen wir in Temperaturmodus, Edelstahl, hier oben das SS angezeigt. 1, 2, 3. Dann haben wir Nickel, zeigt hier oben rechts das kleine Feld an. Temperatur 1, 2, 3. Und dann nochmal Temperatur Titan. 1, 2, 3. Und dann haben wir hier den Bypass-Modus. Ne, das heißt, der feuert komplett in der Leistung, was der Akku hergibt, so wie so einen mechanischen Akkuträger quasi, imitiert er da quasi. Und nochmal 1, 2, 3. Und dann kommen wir wieder in den Watt-Modus zurück. Mehr können wir hier nicht machen, das ist alles. Wir können sonst gar nichts anderes verstellen. Ist eigentlich ja, sehr leicht, ne, zu bedienen. Wer, pff, weiß ich, Watt oder Temperatur nur braucht, keine großen Spielereien haben möchte, ist damit eigentlich ganz gut bedient. Wir können hier bei dem Akkuträger von 5 bis 100 Watt feuern. Ich kann ja mal hochmarschieren, ne, da seht ihr das, bis, also Max Power sagte da, bis 100 Watt. Und das ist mir jetzt hier zu viel, ne? Ich gehe jetzt wieder runter auf meine 45. Ja, was ist noch dazu zu sagen? Wir können jetzt hier haben einen Volt-Output von 1 bis 8,0 Volt und einen Temperaturbereich, sage ich jetzt mal, von, sag ich jetzt mal die Gradzahl, ne? Also 100 bis 315 Grad. Und ja, Ohm-Resistenz ist von 0,1 bis 3 Ohm und maximal Output 40 Ampere. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hoch zum Fazit und Dampfenrunde und dann sprechen wir darüber, was ich an dem Teil nicht mag und was ich mag. Ja, Wolken kann der Aroma Meiser V3 natürlich sensationell. Ne? Geschmacklich auch sehr gut. Da gibt es nichts zu meckern. Das kann Steamcraft wirklich gut. Die spielen da wirklich, wie ich finde, in der oberen Liga mit. Aber wie gesagt, das Video zu dem V3 hatten wir ja schon mal. Wir gehen mal direkt mal über zu dem Hadron Light, dem Akkuträger, dem Side by Side. Fangen wir mal an mit Pro und Contra, wie immer mit dem Contra zuerst. Ich kann mich mit dem Feuerknopf hier oben nicht so ganz anfreunden. Ne? Also man hat ihn ja so in der Hand und muss dann hier oben im Daumen. Ich finde es irgendwie seltsam. Mir hätte es besser gefallen, wenn der Feuerknopf hier vorne gewesen wäre und vielleicht so ein kleines Display hier oben. Ne? Kennt man ja auch von anderen Akkuträgern. Ich finde es einfach bequemer, hier vorne zu feuern. Mir gefällt das so nicht, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ihr den so in der Hand habt, kleine Hände habt, ich habe große, lange Finger, das geht dann, ne? Aber und dann so feuern, ich weiß nicht, mir würde das schnell aus der Hand fallen, ne? Also wenn ihr euch den anschaffen würdet, wollt, wie auch immer, macht einen Finger, einfach einen kleinen Finger unten drunter und dann ist das kein Problem, der rutscht auch nicht aus der Hand, ne? Finde ich immer ganz wichtig, weil wenn der das Ding so aus der Hand rutscht, also mir würde es wahrscheinlich passieren, ne, wenn ich den Finger nicht da drunter mache. Ich bin ja manchmal so ein kleiner Depp. Das ist so das Einzige, was mir eigentlich an dem Akkuträger nicht gefällt. Ne, diese Position, das Feuerknopf, kann ich mich irgendwie nicht mit anfreunden. Aber ansonsten, die Verarbeitung, wo wir gleich auch zum Pro kommen, ist sehr gut, ne? Also da sieht man gar nichts, die Beschichtung ist top. Wie lang die natürlich so haltbar ist, das kann ich natürlich nicht sagen, das sehen wir dann irgendwann mal später. Der Feuerknopf hat einen schönen Druckpunkt, geht also wunderbar, da klappert auch nichts großartig oder so. Das Display finde ich eigentlich groß genug, ausreichend für mich. Ich brauche auch kein großes, buntes Display unbedingt. Für mich ist das okay, ich dampfe sowieso nur auf Watt-Bereich. Finde ich eigentlich ganz gut. Top natürlich auch USB-C, klar. Hier unten die Tasten sind auch schön versetzt, also versenkt hier, ne? Nicht versetzt, sondern versenkt. Also schöne Standfläche. Akkufachdeckel lässt sich wunderbar auf- und abschrauben, auch nichts zu meckern. Wer dann gerne ja, mit 21700er mit einem Verdampfer drauf haben will, den man auch mal einigermaßen noch gut in die Hosentasche packen kann, ne? Ist jetzt nicht ganz so riesig das Ding. Ist damit eigentlich ganz gut bedient. Wie gesagt, 21700er kommt man ja noch eine Zeit lang mit aus. Egal, was man für einen Verdampfer draufpackt, MTL kann man ja auch draufpacken. Warum nicht? Ja, bis zu 25 mm passen ja drauf auf den, also Verdampfer auf den Akkuträger. Ja, wer damit klarkommt, ne, mit so einem Feuertaster hier oben, warum nicht? Muss jeder selber für sich entscheiden. Und ich finde es nicht so toll mit dem Knopf da oben, aber muss jeder für sich entscheiden. Ja, das war's von mir und ich freue mich, dass ihr das Video geschaut habt.
Und würde sagen, ja, bis das nächste Mal, bis der Finti wieder ein neues Video hat. Ciao.